Bei Unwettern mit sintflutartigen Regenfällen sind auf der griechischen Insel Euböa mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein Baby. Viele Bewohner sind geschockt. Um 4 Uhr morgens in der Nacht haben wir diesen Lärm gehört. Das war das Wasser aus dem Fluss. Alles kam ins Haus. Wir mussten uns auf egal was draufstellen, um nicht zu ertrinken. Die Behörden verweisen darauf, dass die Wetterdienste nur viel geringere Regenmengen angekündigt hatten. Statt der erwarteten 63 Liter Regen pro Quadratmeter in 24 Stunden fielen 350 Liter pro Quadratmeter. Der für den Zivilschutz verantwortliche Nikos Hardalias verteidigt das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Er meint, dass dadurch, dass keine Evakuierung angeordnet wurde, noch höhere Opferzahlen verhindert werden konnten. Mehrere Bewohner mussten mit Hubschraubern von den Dächern ihrer Häuser gerettet werden. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis wollte sich an diesem Montag vor Ort ein Bild von der Lage machen.